Ahoi, liebe Backfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, was ganz besonders und mal was, ich hätte beinahe gesagt, hingeschissen ist, aber so schlimm wird es nicht. Ihr hört es an mir, ich bin leider total erkältet. Das soll uns aber nicht aufhalten, die letzte Folge von Buggys Kombüsenstudie zu machen. Tja, und das soll auch was Einfaches werden. Was, ne? Richtig Einfaches, und das ist immer etwas, was Stefan macht, wenn ich rumkränkle, weil das esse ich gerne. Mhm. Und weil ich rumkränkle, machen wir das jetzt einfach. Und zwar, wann geht's los? Nach dem Intro. Manchmal ist es so einfach, ne? Tja. Ihr habt also richtig gehört, es ist jetzt die letzte Folge, es ist Teil 10. Mhm. Und was machen wir eigentlich? Wir machen Apfelpfannkuchen. Der geht so einfach, so schnell für eine Mahlzeit, so am Mittag oder vielleicht am Nachmittag, so zum Kaffee ist das immer gut geeignet. Und wir haben so viele schöne Orte, wo wir das schon gemacht haben, unter anderem in Norwegen. Oh ja. Also das ist etwas, was man wirklich super machen kann, in Norwegen sogar an zwei verschiedenen Stellen, mit deinen Eltern draußen sogar. Ja, also das ist toll. Zum Beispiel auch ein Gericht, da könnt ihr den Safari-Chef nehmen, ab nach draußen, das könnt ihr draußen machen, logischerweise. Genau. Wir machen es jetzt drinnen, weil draußen ist es noch kalt. Und aufwandstechnisch geht es wirklich schnell. Also der Teig ist innerhalb von 10 Minuten definitiv angerührt und dann heißt das nur noch in der Pfanne braten und fertig. Weniger als 10 Minuten, weitaus weniger. Naja, mit den Apfel einmal schälen und so weiter. Ne? Er hat gerade Teig anrühren gesagt, das habt ihr alle mitbekommen. Ne? Ist ja recht vor dem Teig anrühren. Ja. Gut, was brauchen wir denn alles? Auf jeden Fall kann ich sagen, eine Pfanne. Genau, dann natürlich eine Schüssel. Wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen noch was rühren. Ja, genau. Ein Messer und eine Schale für die Äpfel und dann haben wir noch zusätzlich einen Kochlöffel. Das brauche ich immer, um das Ganze ein bisschen umzudrehen. Ja, und die Zutaten, das ist relativ einfach. Wir brauchen Milch. Genau. Apfel haben wir ja schon verraten. Weil sonst wäre es ja kein Apfelpfannkuchen. Dann Eier. In jeden Rührteig gehört ja auch Ei rein. Dann haben wir ein bisschen Mehl, ein bisschen Zucker, so. Ein bisschen Aroma. Habe ich das schon gezeigt? Ein bisschen Paloma, das habe ich gezeigt. Achso, genau. Und natürlich Rama. Also mal Margarine, so wollte ich sagen. Für die nächste Staffel kapiert das. Ja, so, sehen. Er macht das jetzt alles fertig und dann zum Abschluss nochmal, weil warum ist das jetzt die letzte Folge? Das sagen wir euch erst, wenn der Apfelpfannkuchen fertig ist und ich muss mich jetzt ein bisschen ausruhen, deshalb gehe ich auf den Sitz und du arbeitest wie immer. Ich mache das. Immer dasselbe hier. Beginnen werden wir jetzt mit dem Apfel, den schäle ich einfach einmal durch. Also keine große Sache, rucki zucki. Einmal kurz die Pelle ab und dann wird der gleich in handliche Stücke geschnitten. Ja, und das bereite ich als immer als erstes vor, weil das geht doch am schnellsten und wenn man dann erstmal anfängt mit Braten in der Pfanne, ist es blöd, wenn man dann den Apfel nicht fertig hat. Deswegen mache ich das immer als erstes. Eine andere Reihenfolge ist natürlich auch machbar. Die Äpfel, die habe ich jetzt geschält und klein geschnitten, also einfach in mundgerechte Stücke, sage ich mal, so ein bisschen flach, damit man sie schön anbraten kann. Man könnte jetzt ein bisschen Zitronensaft da drauf geben, wir machen es nicht, weil bei uns werden sie eigentlich nicht braun, weil wir sie so schnell verarbeiten. Aber das müsst ihr selber wissen, ob er das macht oder nicht. Ja, wir brauchen das nicht. So, anfangen tun wir mit zwei Eiern. Das ist das allererste, womit es losgeht. Ja. Man natürlich irgendwie das fallen lässt, ist natürlich auch doof, aber so ist das manchmal. So, ich mache hier übrigens alles Pi mal Schnauze. Das heißt, das wird jetzt alles so ein bisschen ja, nach Gefühl. Ich zeige euch so ein bisschen, was man so ungefähr da reinpackt. Also hier gibt es kein richtiges Rezept dazu, das muss ich vorweg sagen. Braucht man aber auch hier nicht, denn es soll ja was Einfaches sein. So, Zucker, machen wir ein bisschen was rein. Soll ja ein bisschen süß werden und übrigens zum Schluss machen wir gerne noch ein bisschen Zucker drauf. Somit ist das nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht extrem süß ist. Also einfach so ein bisschen Zucker rein, gut ist es. So, genauso wie Mehl. Da haue ich einfach auch was rein. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen Milch. Und das war schon das Ganze. Also es ist wirklich relativ einfach.
nichts Besonderes. Jetzt haben wir ja so einen schönen Rührer. Das heißt, ich fange jetzt an, das alles einmal durchzurühren, dass der Teig jetzt schön, ja, flüssig cremig ist. Dann hat er eigentlich die richtige Konsistenz. Wir können jetzt dann gleich noch ein bisschen Mehl gegebenenfalls dazu packen. Das muss man halt so ein bisschen ausprobieren. So, das war's schon. Konsistenz ist halt flüssig, ne, das ist klar. Falls ihr Apfel nicht so gerne mögt, könnt ihr natürlich auch einfach nur den Teig machen. Dann habt ihr sowas wie einen Apfelpfannekuchen, also so ein Rührei-Kuchen sozusagen. Ja. Pfannekuchen oder ein Eierkuchen. Eierkuchen, Pfannekuchen, ja, wie auch immer. Ja, ich überlege gerade, weil jetzt würden die Berliner wahrscheinlich wieder sagen, nee, das ist kein Pfannekuchen. Ein Pfannekuchen ist bei denen ja ein Berliner, bei uns ist es ja Berliner. Eierkuchen. Ja, das ist halt irgendwie, Berliner ist es ein bisschen anders. Da, wie heißt das? Eierkuchen. Da heißt es dann Eierkuchen. Jo, also von daher. So, na dann, würde ich sagen, können wir jetzt mit dem Braten loslegen. Die Butter haben wir jetzt zerlassen und jetzt fangen wir an mit den Apfelstückchen. Die schmeiße ich da jetzt sozusagen rein. Und ja, so dass der Boden so ein bisschen bedeckt ist, müsst ihr so ein bisschen selber für euch wissen, wie viel ihr da reinmachen wollt, ob ein bisschen mehr oder weniger. Kommt immer so, hängt ja vom Geschmack an, wie viel Apfel man drin haben will, ne? So, und jetzt heißt das erstmal Apfel anbraten. Das dauert jetzt eine Weile. Die Frage aus dem Off, welchen Apfel nutze ich da? Ja, ich habe hier jetzt, glaube ich, ein, Gott, was war das denn? Braeburn, ja, das kann sein, genau. Der ist so ein bisschen, naja, säuerlich, aber fruchtig, also so. Ja, der passt, finde ich, immer ganz, ganz gut dazu. Wer einen süßen Apfel dazu haben will, dann muss er vielleicht eine andere Sorte nehmen. Da gibt es dann vielleicht auch einen anderen dazu. Ich mag es immer ein bisschen säuerlich gerne und ja, Geschmackssache. So, die Äpfel, die haben wir jetzt ein bisschen schön angeschmort sozusagen. Also könnt ihr den Bräunheitsgrad könnt ihr natürlich selber bestimmen, das ist ja klar. Ich mag die ganz gerne so leicht gebräunt und ja, andere, die sagen, nee, das möchte ich nicht so vielleicht oder mehr, wie auch immer. Und dann heißt das einfach ein bisschen Teig dazugeben. Versucht das gleich so ein bisschen zu vermischen, dass das alles ein bisschen gleich sich verteilt. Wir haben noch einen Vorteil, der Teig ist am Anfang ja noch sehr flüssig, das heißt, ihr könnt den auch nur ein bisschen in der Pfanne schwenken. Und ja, hoffnungsmäßig sage ich euch gleich, macht euch keine Hoffnung, das Ding bleibt eh nicht ganz. Also das geht meistens immer auseinander. Liegt halt auch einfach daran, weil da die Apfelstücke dazwischen sind und die verbinden natürlich den Teig nicht so. Wenn ihr den Eierpfannekuchen einfach so macht, dann ohne Apfelstücke, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass die Platte, eine runde Platte, dann sich ergibt. Ja, und was jetzt auch passiert ist, es geht so ein bisschen auseinander, das sieht man dann gleich. Denn der Teig, der geht so ein bisschen auf. Ja. Jetzt schön von zwei Seiten schön anbraten und dann ist das Ding schon fertig. Könnt ja jetzt sagen, das ist der berühmte Vorführeffekt, ne? Natürlich bleibt das Ding diesmal ganz, sonst kriegst du das nicht hin, aber keine Ahnung. Es ist halt jetzt so. Also wir haben es mal hingekriegt, dass das Teil ganz bleibt. Also klar, so ein paar Apfelstücke lösen sich raus. Ich habe es also einfach einmal gedreht und ja, von beiden Seiten ein bisschen braun werden lassen. Braunheitsgrad müsst ihr euch selber bestimmen. Hier ist es jetzt ein bisschen mehr. Das mag Marcel ganz gerne. No, genau. Ja, aber es muss natürlich auch nicht so braun werden. Das kann man natürlich auch mit weniger Hitze dann auch dementsprechend langsamer garen. So Bratzeit sind, weiß ich nicht, vielleicht 3-4 Minuten oder sowas. Dauert auf jeden Fall nicht lange. Ja, eigentlich ist es das schon fast gewesen. Ihr seht es ja unten eingeblendet. Stefan brotzelt natürlich weiter, weil wir haben immer so Teig für 2-3 Apfelpfannekuchen. Und es ist tatsächlich das erste Mal, dass Stefan es hingekriegt hat, dass der so aussieht. Im Ganzen ist ja. So. Das Problem ist jetzt nur, ich müsste eigentlich ein Foto machen. Das heißt, ich mache jetzt einfach hier das aus und mache davon jetzt ein Foto, denn ihr sollt ja immer wissen, was ihr hier seht. Das heißt, ihr habt das schon gesehen auf den Thumbnail. So, und jetzt kommt normalerweise, das mache ich immer, Zucker drauf, aber ich glaube, zum ersten Mal brauche ich ein Messer. Ja, na dann, weil er ja ganz ist, ne? Ja, normalerweise bräuchte ich kein Messer. Jetzt
kann man hier Marmelade drauf machen, man kann Schokozeug drauf machen, das geht natürlich auch alles. Es ist ein einfaches Gericht und wie gesagt, es ist lecker und es ist halt, statt einen Kuchen zu backen, geht das teilweise natürlich schneller, weil du es sofort essen kannst. Ja, so. Und der Vorteil ist, du kannst es auch überall halt wirklich machen. In der Natur, wenn du möchtest oder sowas mal eben schnell. Also wer einen Kocher dabei hat, den Teig, der ist ja an, den kannst du vorher anrühren. Ja, ist also sehr einfach und sehr schnell gemacht. Genau. Ich esse jetzt schon mal, weil sowas muss man warm essen. Und Stefan, ja, der macht sich jetzt seinen auch. Und dann melden wir uns wieder, wenn wir beide gegessen haben. Also, danke dir. Gerne, guten Hunger. Na Marcel, hat's dir geschmeckt? Ja. Na, wieder lecker. Ja, wirst du gleich schneller gesund? Ja, hoffe ich, war ja Obst, war ja gesund. Ja, ja, ja. Nee, ist auch eine echt leckere Sache. Also eine eckige, so. Eine, ist doch, eine eckige Sache, war sehr rund. Ja, es war sehr rund. Nein, es ist doch eine echt sehr leckere Sache. So. Und einfacher. Ja. Und lustigerweise, wir haben 4 Stück rausgekriegt, ihr habt nicht einen kaputt gemacht. Tatsache. Also, das lag mir heute, wirklich. Es lag mir heute, wirklich. Hat gut geklappt. Nee, also ihr kriegt das auf jeden Fall genauso gut hin, das weiß ich. Und das Wichtige ist, wie gesagt, das Grundrezept ist einfach nur Mehl, Milch, Eier. Genau. Und Zucker, theoretisch, kann man auch weglassen, wenn man das ein bisschen herzhafter haben will oder dazu. Und aber das war schon. Keine Angst, ihr braucht da wirklich kein Rezept. Das macht ihr einfach Pima Schnauze, das ist das Beste und das wird auch. Keine Angst, das klappt. Und wenn es ein bisschen zu fest geworden ist, macht ihr noch ein bisschen Milch wieder rein. Und wenn es ein bisschen zu flüssig ist, macht ihr einfach noch ein bisschen Mehl wieder rein. Alles gar kein Problem. Also total einfach. Es war wieder mal kein One-Pot-Gericht und es war auch kein Kochen, sondern es war, also mit Backen hören wir auf. Wir haben ja auch mit Backen angefangen. Und jetzt ist die Sache, ne, wir hören auf. Das hat folgende Bewandtnis. Es ist demnächst Fastenzeit. Jetzt kommt diese komische Karnevalzeit, danach ist Fastenzeit und da haben wir uns überlegt, das wäre echt, echt gemein, wenn wir jeden Dienstag hier lecker Essen euch präsentieren und eigentlich soll man doch fasten. Genau. Und deshalb machen wir jetzt eine Fastenpause. Was das Essen betrifft. Genau. Aber der diverse Dienstag. Dirks diverse Dienstag. Genau. Das heißt, wir sorgen uns jetzt einen Dirk und setzen uns ihn hin. Können wir noch nicht sagen, wir haben was in Planung. Ja. Das heißt, wir werden auf jeden Fall jede Woche noch Videos bringen. Der Plan ist jetzt vielleicht Dienstag mal mit Schau mal rein. Was das dann ist, werdet ihr dann in der ersten Folge Schau mal rein sehen. Und weiterhin samstags Reisevlogs oder halt Technik, denn wir haben einen neuen Kühlschrank. Ja, das können wir auch schon sagen, genau. Und dazu gibt es 2 Videos, die müssen nur noch geschnitten werden. Und es wird auch noch mal ein Fazit geben zu dem Auto. Ja, denn mein Mann hat ein paar Schrauben locker. Richtig, und die wollen wir euch zeigen. So, und auf jeden Fall können wir euch sagen, wenn ihr jetzt geile Rezeptideen habt, denn die nächste Videoreihe, also Bankis Kombüsenstudio, wird ja dann im Frühjahr weitergehen und das könnte wunderbare Grillsachen sein. Da haben wir selber Ideen und vielleicht habt ihr auch Ideen, dann gerne Rezepte an rezepte@buggy-kombüsenstudio.de oder einfach rein in die Kommentare und dann schauen wir mal, was wir machen können. Genau, für die, die sich nämlich immer freuen, ein Kochvideo von uns zu sehen, ob backen oder kochen, egal, spielt keine Rolle, für die auf jeden Fall, das geht weiter. Das genau. Ist ja schon mal eine gute Nachricht, weil wir haben ja gesagt, ist eine Pilotfolge, wir gucken mal. Genau, eine Pilotstaffel, weil die Folge wäre sehr lang. Pilotstaffel. Auf jeden Fall, wir haben uns entschieden, wir machen weiter, aber jetzt machen wir eine kleine Pause, lassen uns inspirieren und in der Zeit könnt ihr uns Rezepte schicken, denn ich muss ja alle kontrollieren und dann sagen, ob ich sie anpassen muss oder ändern muss oder gar nicht machen kann, weil ihr sonst was für Gemüserezepte gemacht habt. Ja, das magst du vielleicht nicht dann. Genau, in diesem Sinne, bleibt auf jeden Fall gesund, also macht mich bitte nicht nach, bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtkämpfer. Ciao, ciao. Tschüss.